Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe hier in Münster. Und bei mir ist unser Kölner Diözesanadministrator Dr. Stefan Hesse. Als erstes Mal bei einer Bischofskonferenz, was ist das für ein Gefühl? Sehr ungewohnt. Als Diözesanadministrator ist man sozusagen ein eingeflogener Gast, der aber volles Stimmrecht hat, der an allem teilnimmt und direkt hinter den Diözesanbischöfen zu sitzen kommt. Aber es ist trotzdem sehr ungewohnt, im Kreis der Mitbrüder so dabei zu sein. Wiewohl ich sagen muss, man wird da akzeptiert, freundlich begrüßt und da gibt es keine Unterschiede, die da gemacht werden. Von der Sitzordnung sind Sie in einem Zug an Bischof Schwaderlapp, Weihbischof Puff vorbeigekommen. Hat Sie das gefreut? Och, das haben die mir ja schon vor der Konferenz angekündigt. Wir haben das mit einem schmunzenden Auge genommen. So war die Frage auch gemeint. Wie ist es denn, wenn jetzt der Blick nach vorne gerichtet wird und man versucht, die Situation der Kirche in der gegenwärtigen Situation zu analysieren, gerade auch im Hinblick auf den neuen Vorsitzenden, der morgen gewählt worden soll? Welchen Eindruck haben Sie gewonnen heute? Der scheidende Vorsitzende Erzbischof Zollitsch hat einen Einstieg gemacht und so ein bisschen zurückgeschaut, aber auch so ein paar Herausforderungen anklingen lassen. Und dann war eine muntere Diskussion, also alle möglichen Leute meldeten sich zu Wort und haben so ihre Sicht der Dinge angegeben, was also für die Konferenz, für den Vorsitzenden, für die Zukunft von großer Bedeutung sein könnte. Und das ist dann so stehen geblieben. Gewählt haben wir noch nicht, es hat auch keine Vorwahl oder sowas oder Probeabstimmung gegeben, sondern jetzt muss jeder sozusagen in sich hineinhorchen und dann überlegen, wem er seine Stimme geben wird. Die Frage war ja immer wieder die Position nach innen. Ist es einer, der alle Bischöfe vereint? Aber auch die Frage eines Sprachrohrs nach außen ist wichtig. Wie schätzen Sie das ganz persönlich ein? Also ich glaube, beides ist gleichermaßen wichtig. Das ist mir an der Diskussion deutlich geworden. Es muss jemanden geben, der die Konferenz gut nach außen vertritt, der auch ein Sprachrohr der deutschen katholischen Kirche ist. Es muss aber auch jemand sein, der die Konferenz nach innen eint. Und wahrscheinlich kann nur jemand, der gut diese einende Funktion erfüllt, auch die Konferenz gut nach außen vertreten. Das gehört zusammen. Aber die Bischöfe kennen sich untereinander ja besser, als ich die kenne. Ich kann ja nur so meinen Außenblick darauf übertragen. Ich bin mal gespannt, wer da morgen gewählt wird. Klar ist ja, die Person gibt es schon und man kann nur auswählen unter den vorhandenen, und zwar unter den Ortsbischöfen. Also es kann ja kein Weihbischof Vorsitzender der Konferenz werden, sondern immer nur ein Ortsbischof. Da gibt es 27, beziehungsweise wenn wir die Administratoren abziehen, gibt es ein paar weniger. Manche sind schon ein bisschen älter vom Ruhestand, manche sind ganz jung. Also der Kreis reduziert sich auf einige wenige. Wir haben 4 Administratoren, Sie können also nicht dabei sein. Nee. Gibt es denn eine Abstimmung unter den Kölnern, dass es sowas wie einen Kölner Block gibt? Also ich wurde schon mal so gefragt, ob ich jetzt hier ein Mandat hätte. Ich bin der Administrator des Erzbistums Köln. Ich komme hier nicht mit einem Auftrag des Domkapitels hin. Ich komme auch nicht mit einem Auftrag des Alterzbischofs, sondern ich muss meine Überzeugungen da kundtun und nach meinem Gewissen die richtige Entscheidung treffen. Dann wünschen wir Ihnen bei dieser Entscheidung alles Gute und Gottes Segen und danken dafür, dass Sie uns im Gespräch zur Verfügung gewesen sind. Herzliches Dankeschön dem Diözesanadministrator Dr. Stefan Hesse, das erste Mal hier bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Münster.